Nun zur ersten Wertungsprüfung. Ralf steckt gerade einen schönen Parcours ab, wobei er der Meinung ist, mit seinem Kübelwagen super durchzukommen. Ich soll natürlich mit meinem Hightech-Geländewagen stecken bleiben, denkt er. Ralf, hast du schon eine schöne Sauerei gefunden? Ralf gibt sich alle Mühe, die Widrigkeiten des Geländes zu seinem Vorteil zu nutzen. Wasserlöcher und Schlammpassagen lassen den Kübelwagenmann nur milde lächeln. Er verlässt sich auf die Offroad-Fähigkeiten seines Ex-Armee-Vehikels und startet schwungvoll in die Sektion. Auf den ersten Blick gleicht die Fahrt einem Bockspring-Wettbewerb. Die harte Federung gibt dem Gelände kaum nach. Zudem muss Ralf mit Schwung fahren. Bleibt er stecken, fährt er sich fest. Ralf hält den Wagen immer in Fahrt. So hüpft und springt der Kübel von Hindernis zu Hindernis. Durch das niedrige Gewicht sinkt das Auto kaum ein. Zudem wühlen sich die grobstolligen Geländereifen mühelos durch den Schlamm. Hoch und runter, immer das Gleiche. Ralf meistert sogar die Steilhänge mühelos. So, Ralle, jetzt bist du fertig. So, und jetzt muss ich hier irgendwo hoch. Komm schon! Sabine tut sich überraschend schwer. Schon der erste kleine Hügel stoppt den Landy. Das war erstmal für den Anfang nicht übel. Sie muss zunächst mit einem kleineren Hügel vorlieb nehmen. Der Land Rover rutscht haltlos über den schlammigen Boden. Schuld sind die Straßenreifen, die im Gelände früh an ihre Haftgrenzen stoßen. Ja, ja, komm, komm, du schaffst es! Ja! Bergab ist kein Problem. Das Allradsystem stabilisiert den rutschenden Wagen. Aber hochkommen ist nicht so einfach. Der Untergrund ist einfach sowas von rutschig. Das war's. Sabine muss die Sektion vorzeitig abbrechen. Ich nehme die Straße. Mensch, Sabine, das war aber eine schwache Vorstellung. Ich musste sogar den Parcours verlassen, damit ich hier jemals wieder ankomme. Schau dir mal die Reifen an. Da hast du dich wohl ein bisschen zu sehr auf Hightech verlassen. Und man, mit den Reifen, das kann ja nicht funktionieren. Die sind ja gleich dicht hier bei dem Schlamm. Wie Slicks im Regen. Da kommt Freude auf. Aber dafür kann ich wenigstens 200 auf der Autobahn fahren. Da kommst du mit deinem Kübelwagen aber nicht hinterher. Okay, da ist bei mir bei 100 natürlich Feierabend. Zurück zur Challenge. Das ist unsere zweite Wertungsprüfung heute. Ralf hat mich mit seinem Kübelwagen herausgefordert, hier diese Steilwand hochzufahren ohne Allrad. Naja, mittlerweile herrschen auch viel schwierigere Bedingungen. Fängt an zu regnen ohne Ende. Und der Untergrund, der einst griffig war, ist jetzt so eine Art Tapetenkleister, oder? Ja, kommst du da noch hoch mit deinem Ding? Ich glaube, Tapetenkleister ist nicht unbedingt sein Lieblingsmedium. Aber ich werde mein Bestes versuchen. Ja, dann viel Spaß. Ich würde sagen, du fängst an. Jawohl. Schwung nehmen kann Ralf diesmal nicht. Er muss sich allein mit Motorkraft den Hang hochquellen. Plötzlich bekommt der Wagen ein Problem. Die Hinterachse kann Bodenwellen nicht sauber ausgleichen und beginnt zu springen. Die Räder drehen haltlos durch. Der Vortrieb ist weg und die Fahrt zu Ende. Ja, schau mal, ob dein Hightech-Bomber weiterkommt. Der Land Rover zieht sich trotz seiner profilschwachen Sommerreifen den Berg hoch. Jetzt profitiert er von seinem intelligenten Allradsystem. Die Kraft kommt immer an das Rad, das die größte Traktion bietet. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon!
Das war ein Hauch weiter, wenn ich mich nicht irre. Tja, mein Hightech-Bomber war wohl ein bisschen besser im Berg drauf. Ja, okay, das war schon ein Stück weiter, muss ich zugeben. 1:1. Ja, aber dein Hüftbock, ne? Ich hatte schon so ein bisschen Angst um dich, als ich sah, dass die Hinterachse immer so hoch in der Luft stand ab und zu. Ja, das sieht schlimmer aus, als es ist. Das kommt durch diese spezielle Hinterachskonstruktion. Der hat so ein Vorgelege. Dadurch im Gelände fängt er halt das Springen an, aber das stört nicht weiter. Gehört zum Auto. Gehört zum Auto. Besser, als wenn er vorne springt, dass man nicht mehr lenken kann. Naja, wir haben es ja überlebt, Gott sei Dank. Aber wir haben ja jetzt noch eine dritte Wertungsprüfung. Dann wird sich endlich entscheiden, wer der Bessere ist. Hightech oder No-Tech? Die Challenge im Schlamm. Hightech gegen Low-Tech. SUV gegen Kübelwagen. Ja, Ralf, hier habe ich mir was ganz Besonderes für dich einfallen lassen. Tiefe Löcher, wo du ohne Allrad garantiert stecken bleibst. So richtig schön eingesaut, Wald drumherum. Man nennt das auch Bolivien. Die dritte und letzte Challenge-Prüfung gleicht einer Fahrt durch den unwegsamen südamerikanischen Dschungel. Darum wird die Passage unter Offroadern auch respektvoll Bolivien genannt. Sabine wählt das passende Offroad-Programm und legt los. Die ersten Bodenwellen können den Land Rover nicht schrecken. Ralf ahnt noch nicht, was ihn gleich erwartet. Sabine kämpft am ersten Hindernis. Der 2,5 Tonnen schwere Land Rover rutscht unaufhaltsam ins Wasserloch hinein. Jetzt kann er sich nur noch über alle vier Räder und die dynamische Kraftverteilung der 190 Diesel PS befreien. Kein leichtes Gelände, muss ich schon ehrlich zugeben. Sabine bleibt auf dem Gas und der Discovery zieht sich im wahrsten Sinne des Wortes aus der Affäre. Ralf probiert es wieder mit Schwung und hüpft dem gleichen Hindernis entgegen. Der 1000 Kilo leichte Kübelwagen rutscht nicht ins Loch hinein. Ralf kann ihn auf der Kurvenaußenseite am Wassersumpf vorbeilenken. Jetzt geht es richtig ans Eingemachte. Die zweite Wasserdurchfahrt erlaubt keine Alternativrouten. Hier müssen beide durch. Komm. Haha! Super gemacht, Kleiner! Diesmal muss Ralf langsam und vorsichtig in das Wasserloch einfahren. Doch ohne den nötigen Schwung wird das Loch für ihn zur Falle. Alles voll hier. Der Kübel steckt fest. Ohne Allradantrieb kann er sich unmöglich aus eigener Kraft befreien. Das war's. Sabine muss den Kübelwagen rausziehen. Ja! Ich hab gewonnen! Halt, kann's losgehen? Halt dich fest! Lange konnte der 3000 Euro Kübelwagen dem 18-mal teureren Hightech-SUV folgen, ihn sogar einmal schlagen. Doch irgendwann stößt alte Technik eben an ihre Grenzen. Hightech hat gewonnen! Ralf, es tut mir schrecklich leid, dass ich dich am Haken hab. Aber dein Kübelwagen ist leider ein bisschen abgesoffen, oder? Ja, das Loch war doch ein bisschen fies, ein bisschen tief. Ich habe ja erst gedacht, ich hätte das Maul ein bisschen zu voll genommen, weil dein Amphibienfahrzeug ist schon nicht von schlechten Eltern. Aber ja, also vielleicht soll ich nächstes Mal doch lieber wieder nach Algerien fahren, nicht nach Bolivien. Da staubst auch eher, ne? Da hast du mit Wasser weniger Probleme.